gelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Papst Paul VI. Hat gesagt, der Rauch Satans sei in die Kirche eingedrungen. Bei uns duftet es manchmal nach Chines, wenn's Wetter und der Wind richtig ist und wir die Türen offen haben, dann duftet es in der Kirche und außerhalb der Kirche schon am Morgen oder am Abend. Es kommt immer ganz drauf an, am Abend eher vom Chines aus meiner Nachbarschaft. Oder am Morgen duftet es nach Metzgerei oder am Morgen duftet es nach Käsefladen, dass es einem fast den Magen umdreht. Aber nach was soll es eigentlich in der Kirche duften? Nach abgestandenem Weihrauch? Nach altmodischem Weihrauch irgendwie so? Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich liebe Weihrauch auch. Als Kind ist es mir dann ab und zu mal schlecht geworden, ist der kleine Thomas in die Sakristei hinaufgestiefelt und zum Herrn Mesmer Martin gegangen, der einem denn so Zuckerle gegeben hat mit irgendwelchen Klosterfrau Melissengeist drauf. Dann durfte ich im großen Pfarrersessel sitzen, wo nur der Pfarrer gesessen ist. Also was, welche Düfte brauchen wir in der Kirche? Chinesisch, Bäcker, Metzgerei, Schwefel. Nein, wir brauchen den Duft der Heiligkeit. Ha, das habe ich jetzt kurz gesagt, gell? Wir brauchen den Duft der Heiligkeit. Das brauchen wir. Den Duft unserer Liebe zu Gott. Den Duft der Liebe zu den Menschen. Das brauchen wir. Nichts anderes. Und das muss so unser Bemühen so sein. Das muss unser Bemühen sein, dass die Menschen merken, da ist wirklich ein Mensch, der Gott liebt, der Gott Freude machen will, der für Gott leben will. Und das können wir so bei der kleinen heiligen Theresia, wenn wir jetzt da so die Novene machen, können wir das so lernen. Gefühle spielten bei ihr, so scheint mir, überhaupt keine Rolle. Und das ist vielleicht das Tragische in der Kirche zurzeit, dass alles über die Gefühle läuft. Man ist immer gleich, wenn einer macht, sagt irgendeiner etwas über Gender zum Beispiel, und dann kommt gleich die Gegenreaktion. Das ist so spannend, wenn man das so sieht. Man ist dann so hin und her gerissen, so, denken wir so in diesem Welttheater der Kirche. Jemand sagt etwas über Gender und der andere sagt gleich, ich bin zutiefst verletzt und gekränkt und es ist so, das ist alles irgendwie so komisch. Ganz komisch, ganz eigenartig. Und die Gefühle beispielsweise bei der kleinen heiligen Theresia, die hatten da gar keine Rolle gespielt. Ich möchte mich auch um die Liebe bemühen. Ich möchte mich um das Lächeln bemühen. Ich möchte mich um die Demut bemühen. Was waren doch das so Punkte dieser Novene, die wir bisher gemacht haben, die Tage? Lauter Sachen, die uns nicht passen. Verborgenheit, Lächeln, Demut, Verschwiegenheit, keine Ahnung, was da noch alles so war jetzt. Klein sein, lieben, dann werden wir siegen. Das hat alles nichts mit Emotionen und Gefühlen zu tun. Das ist alles so, muss ich so ganz ehrlich sagen. Und dann denke ich mir manchmal, in welcher Welt leben die Menschen eigentlich? Die rennen ja nur von einer Kränkung zur anderen. Weil sie alles, es passt ihnen nichts. Also, und dann denke ich mir so, das ist alles eine Frage, muss ich sagen, eine Frage der Entscheidung, der Liebe, des Willens, schlussendlich. Ja, es ist echt so. Wir brauchen diesen Duft der Heiligkeit wieder. Wir brauchen wirklich dieses Streben nach Heiligkeit, dieses Bemühen nach Heiligkeit. Und dafür wollen wir jetzt Gott um seinen Segen. Darum wollen wir jetzt Gott um seinen Segen bitten, dass wir diese Entscheidung treffen können. Nicht für gestern, nicht für morgen, auch nicht für übermorgen, sondern für heute. Nur für heute will ich mich bemühen. So sagte doch der heilige Johannes der 23.
nur für heute. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Amen.